So, yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Wedlock Challenge. Im letzten Part sind wir hier in Ewigenau angekommen und wir haben noch ein paar Leute nicht angequatscht. Und ja, ich würde das heute einfach mal ein bisschen fortsetzen. Weil ich möchte halt, wenn möglich, alle Items bekommen, die ich hier noch bekommen kann. Also in den Häusern kriegt man ja eigentlich fast immer was, weil hier so viele Menschen sind. Ach, der Namenbewerter. Ja, bewerte mal bitte meine Spitznamen. Nur mal so spaßeshalber. Also auf den Spitznamen bin ich ja echt stolz, das kannst du mir jetzt mal sagen. Ein passender Spitznamen, aber wollen wir ihnen noch einen vielen passenderen geben? Wie sieht's aus? Ach, hier kann man sie doch umbenennen. Es ist zurück. Es ist okay, so wie es ist. Es hört sich nicht anders an, aber es ist viel schöner, ja. Nein, ich habe keinen Bammelin. Tut mir leid. Der Gebäudewächter, okay. Ich habe mich auch mal gefragt, wo schlafen diese Menschen eigentlich? Sie haben ein Bett. Stelle ich mir interessant vor. Aufbereitung, ja. Das stimmt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du mir die TM gibst, aber scheinbar doch nicht. Und da haben wir hier noch eine alte Dame. Siehste, ich wusste doch, dass ich hier noch eine TM bekomme. TM 76. Das ist dann die Aufbereitung. Genau. Die TM-Aufbereitung ist allerdings keine Attacke, die ich jetzt zwangsläufig benutzen würde. Außer ich habe jetzt ein Item wie Zitrubeere oder so, dann würde ich das schon machen. Und ja, gibt jetzt nicht unbedingt, wofür ich das benutzen würde. Gut, okay. Und ihr? Wow. Ich will mit dir reden. So, Moment. Den hinter ihm zu kriegen ist etwas schwer. Moment. Ich rede auch mit dem... Okay. Ich glaube, sie spielen da auf etwas an, was wir noch gar nicht getan haben. Was wir in diesem Let's Play noch gar nicht getan haben, tatsächlich. Das werden wir aber bald tun. Versprochen. Und ihr werdet dann auch verstehen, was sie gesagt haben. So rein vom Sinn her. Ich denke mal, rein verstanden, vom Sinn her habt ihr es sicherlich verstanden. Ist allerdings noch ein bisschen mysteriös. Na, ist doch so, oder? So, und dann reden wir hier drin nochmal mit den ganzen Leuten. Also sie finden Fossilien. Er redet von irgendeiner Datenübertragung, was auch immer das ist. Okay. Es scheint hier so eine Art Untergrund zu geben, finde ich aber cool. Ich bin der Erste, der im Untergrund Tunnel gegraben hat, nämlich den Untergrundmann. Also nenn auch du mich so. Ich habe ein Geschenk für dich, setz es mit Verstand ein. Und wir halten den Forschersack. Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunneln. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt, dort kannst du dies, das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhlenforscher zu werden. Und bist du interessiert? Nein, ich möchte kein langes Tutorial. Niemand versteht mich. Doch, ich verstehe dich schon, aber ich wollte jetzt nicht nochmal tausende Textboxen vorlesen können, wenn ich es euch auch einfach zeigen kann. Denn wir kriegen ja auch im Untergrund noch ein Gebiets-Pokémon. Ja, da kriegen wir nämlich auch noch ein Gebiets-Pokémon her. Aber ich möchte erstmal Ewigenau fertig erkunden. Ich kann euch den Untergrund ja, wenn überhaupt, heute noch zeigen. So. Die Galaktiktypen spreche ich nicht an, die sagen eh alle nur dasselbe. Gehen wir nochmal kurz hier hoch. Denn ich hatte im Kopf, dass man hier noch irgendwo... Ja, genau hier. Eine nicht bittere Kräutermedizin. Also, es scheint hier Kräutermedizin zu geben. Willkommen im Kräuterladen. Aha, und... Ach so, ja, ich darf ja nichts wiederbeleben. Ich dachte im ersten Moment so, wow, ein Wiederbelebungs-Item, aber dann so, ah nee, darf ich ja nicht. Alle Statusprobleme? Na, nee, will ich noch nicht. Ich will ja eigentlich noch nichts kaufen. Nee, tut mir leid. Aber ich muss mal sagen, ich finde so Kräuter- oder Naturmedizin eigentlich grundsätzlich besser als irgendeine andere Medizin, weil ich mir dann halt immer so denke... Ja, was vor hunderten von Jahren gut für die Menschen war, ist doch heute nicht schlecht für sie. Und nur weil irgendein Weißkittel meinte, dass es gut ist, muss es dir ja nicht zwangsläufig helfen. Du weißt ja nicht, was es in deinem Körper anstellt, ne?
ist meine Meinung. Es hilft natürlich auch, wenn ihr es vom Arzt verschrieben bekommen habt, dann wird es wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise helfen. Aber ich meine, ich bin halt immer gerne jemand, ich greife auch gerne auf natürliche Mittel zurück. Ja, nennt mich verrückt, ist eben so. Aber wir können auch noch auf anderen Wege ein Gebiets-Pokémon fangen, ist mir gerade eingefallen. Und zwar können wir hier angeln entweder, oder was wir auch machen können, wir können mal hier hinten auf die Route gehen. Denn hier gibt es auch noch ein Gebiets-Pokémon. Ich überlege, ob ich das jetzt schon fangen möchte. Aber eigentlich, Neptun und Procne könnten halt sehr brachial hier schon sein, aber ich muss es versuchen, komm. Ich möchte hier nur ein weiteres Gebiets-Pokémon haben. Mehr möchte ich nicht. Und wir kriegen... Ach gut, Macholo. Kann ich gleich fliehen? Erstens mal falsches Geschlecht, zweitens mal hatten wir schon mal. Okay, ich hau ab. Wusste ich doch, ey, diese Stellen im Gras, die waren wirklich zu offensichtlich. Tut mir leid. Moment, von der anderen Seite vielleicht. Da geht man schon extra langsam. Noch ein Macholo. Warum? Ja, komm. Flucht. Ah, warte. Auch nicht? Von oben oder was? Auch nicht. Okay, dann lag hier nichts. Ich möchte doch nur ein Regelkon... Okay, Bidiza hatten wir auch schon. Ich dachte gerade im Moment, oh Gott, nein, ein Bidiza. Aber dann so, ach so, haben wir ja schon. Hatten wir ja schon mal. Ist ja völlig uninteressant für uns. Gibt es hier jetzt überhaupt irgendwelche Encounter, mit denen ich was anfangen kann, bitte? Irgendwelche? Ja, das zum Beispiel. Siehst du, ist doch nicht so schwer ein Mediti. Wobei, das ist gar nicht mal so gut. Mediti ist ein gutes Pokémon. Das wollte ich damit jetzt nicht gesagt haben. Ich sehe das eher deswegen jetzt als problematisch, weil ich das Mediti im Ewigwald, wenn ich mich... Oh Gott. Wenn ich mich mal daran zurückerinnere, das Mediti im Ewigwald habe ich sehr locker umgehauen. Deswegen wechsle ich jetzt auch mal auf Procne. Also mit vollen KP sollte eigentlich so eine Notsituation hier, zumal die dann auch noch halbiert wird von der Stärke, eigentlich kaum wehtun. Kann ich mir zum... Oh nein. Nein, nein, Freund. Achso, ich kann es schon gar nicht einsetzen. Das ist gut. Dann mache ich eben Heuler. Weil ich habe dem Mediti noch keinen Schaden gemacht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Ich will nicht so eine Geduld abkriegen. Denn Procne ist jetzt vor nichts mehr geschützt. So, es schlug fehl, ja. Alles gut. Ich senke deinen Angriff. Ach so. Scheiße. Moment, es ist ein weibliches Mediti, kriege ich gerade mit. Da habe ich gleich mal ein bisschen Zeit verschwendet. Ja, es ist ein weibliches. Hm, hast du Pech gehabt. So, männlich. Na siehste, geht doch. So. Ich weiß jetzt aber auch, dass die Geduld können. Das ist... Ja, da muss ich aufpassen. Geduld hat ja schon mal fatale Auswirkungen gehabt. Aber schauen wir mal. Ja, Geduld, okay. Dann mache ich halt jetzt nochmal einen Heuler. Weil ich möchte ja keinen Schaden bekommen, unnötig. Denn der Schaden, den ich dir mache, der wird in jedem Fall ziemlich, ja, massiv ausfallen. Und ich weiß nicht, ob der Schaden, den ich dir jetzt mache, schon zu meinem eigenen Schaden wird später. Hm. Ich muss es probieren jetzt einfach. Ruckzucki, probieren wir es mal. Wie viel Schaden macht es? Procne, das ist das zweite Mal. Das zweite Mal, dass du mir ein Gebietspunkt mit einem Volltreffer tötest. Alter. Procne, please. Ich hätte das Gebietspunkt... Okay. Last Resort, Leute. Man kann ja noch angeln. Ja? Ey, bitte. Procne, jetzt... Oder Neptun, jetzt macht bitte keinen Scheiß, ja? Ich angel jetzt hier nochmal. Okay, ich habe es auch registriert. Na? Okay, da weist nichts an. Vielleicht hier unten. Vielleicht weist hier was an. Scheinbar auch nicht. Mann, warum beißt hier nichts an? Und da haben wir ein Pokémon geangelt. Gut, jetzt hat's geklappt. Ich war gerade im Moment ein bisschen ruhig, weil ich mich konzentrieren wollte. Carpador haben wir schon. Ja, da haben wir schon eins. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir überhaupt was anderes angeln können.
Ja, ich glaube, können wir sogar gar nicht. Gut, in diesem Fall kann ich euch ja nochmal eine andere Sache zeigen. Wir haben ja heute schon den Forschersack erhalten. Ich würde euch heute einfach mal zeigen, wie man den benutzt. So, Moment. Ach, nichts mit Pokémon. Ich brauche den Beutel und zwar den Forschersack einsetzen. Ja, na gut. Ich muss die Datenübertragung jetzt mal starten. Auch wenn das keinen Sinn macht auf einem Emulator, aber okay. Ich starte sie trotzdem. So. Und jetzt tut sich ein Riesenloch unter uns auf, völlig random. Und wir landen im Untergrund mit einem coolen Thema. Hey Shitani, bist du ja das erste Mal hier? Willkommen im Untergrund von Sinnoh. Hm, wo das ist, fragst du? Ist doch klar, sieh mal auf dem Radar. Es handelt sich um ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie? Wie erkläre ich das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Nach Schätzen graben oder Sphären oder eine Geheimbasis einrichten. Außerdem kannst du hier unten mit deinen Freunden spielen. Sprich doch mal mit dem Untergrundmann in Ewi genau. Ich muss jetzt aber los, man sieht sich. Okay, Leute. Wir können jetzt entweder hinauf oder wir können mal ein bisschen graben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Warte mal. Oder musste ich das jetzt zwangsläufig auf dem Touchscreen machen? Scheint so. Ah, na gut. Okay, hier können wir noch nichts finden an Schätzen. Na, die einzigen Schätze sind da unten. Das bringt mir viel. Da muss ich ja jetzt nur noch die Screens ändern. Das fällt mir gerade so auf. Na, komm. Nichts hier? Ich möchte ja noch mein Gebiets-Pokémon. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe im Regelvideo gesagt, dass ich mir hier unten auch eins fangen darf. Wenigstens gibt es hier unten keine Encounter. Das wäre ziemlich undankbar gewesen. Och, Mann, ey. Ich möchte doch nur ein paar Schätze in der Wand finden. Dann können wir nämlich auch gleich mal sehen, wie man hier überhaupt gräbt. Dann kann ich euch das alles noch zeigen, aber... Nee, wir haben halt scheinbar gerade kein Glück. Okay, dann muss ich halt wieder zurück. Aber so wie ich weit schon sagte, man kann hier unten eigentlich auch eine Geheimbasis einrichten. Und mit Möbeln und allerlei Deko-Zeugs dekorieren. Aber ich will das eigentlich nicht im Let's Play machen. Weil das eigentlich nicht zur Handlung oder so beiträgt. Ich will das nicht unnötig in die Länge strecken. Ich werde das zu gegebenen Zeitpunkt vielleicht nochmal zeigen, ganz kurz. Aber ja, ich sag mal, das mit dem Zeigen hat ja gerade schon wunderbar funktioniert. Da oben sind Bären. Ich möchte die Bären haben. Eine Arena wäre super, nehme ich mit. So, was haben wir hier? Eine Pirsifbeere nehme ich auch sehr gerne mit. Und das andere beide sind das Sinelbären? Also wenn ja, dann eine Sinelbeere. Oh Gott. Also ich glaube, die Sinelbären werde ich mir mal vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, dass ich die da mal ein bisschen kultiviere. Denn die sind wirklich, wirklich gut. Die stellen nämlich 10 KP unserer Pokémon her. Und dadurch, dass sie von den Pokémon getragen werden, zählen sie nicht unter die KP-Claws, also unter die Heil-Item-Claws. Was ihnen wirklich einen großen Vorteil verschafft. So. Ja, hier wurde ja... Oh, ich habe meinen Mauszeiger noch im Bild, verdammt. Und ich musste die Screens wieder ändern. Naja, habt ihr ja bestimmt. Wird ja jetzt nicht so schlimm ins Gewicht gefallen sein, denke ich mal. Ich überlege gerade eigentlich die ganze Zeit, wie ich das umsetzen könnte dann praktisch. In Camtasia. Der Radweg ist nicht frei für Fußgänger. Setz dich bitte auf dein Fahrrad. Okay, habe ich noch nicht. Gut, okay, Leute. Dann sieht es jetzt wirklich sehr stark danach aus, als wäre der einzige Weg, der uns im Moment bleibt, die Arena zu machen. Und das eigentliche Problem ist, das ist eine Pflanzenarena und wir haben Neptun und Procne dabei. Also wenn ich mir das Team angucke, dann sollte Procne da eigentlich alles, und zwar wirklich alles one-hitten können. Aber naja, mit letzter Sicherheit kann ich das halt nicht sagen. Und die nächste Sache ist, wir haben hier halt lauter Trainer, gegen die wir kämpfen können. Noch zum Trainieren.
Und ich würde eigentlich richtig gerne andere Pokémon benutzen. Nur das Problem ist, wir haben jetzt halt richtig lange keine Gebiets-Pokémon mehr gefangen. Und meine einzige Hoffnung auf ein Gebiets-Pokémon besteht jetzt überhaupt erstmal darin, dass ich irgendwas im Untergrund ausgrabe. Eine andere Hoffnung habe ich da jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Und wir sehen ja auch total viele Items rumliegen, an die wir noch nicht rankommen. Naja, ich würde sagen, wir gehen vielleicht einfach mal ein bisschen weiter in diese Richtung hier auf der Route. Sind hier vielleicht noch Items? Nö. Wenn jetzt ein männliches Medity kommt, ne? Also, na, ich hätte das jetzt echt gedacht, einfach nur so ein bisschen, um mich zu verhöhen. So nach dem Motto, hast mich nicht gefangen, du Depp. Aber gut, vielleicht, na, so boshaft ist das Spiel ja eigentlich nicht. Da ist doch ein Wanderer, gegen den wir kämpfen können. Und da unten gibt es noch ein Item, wo wir mit Zertrümmerer rankommen. Und da drüben gibt es noch was. Neues Gebiet? Fragezeichen. Na, sieht ganz danach aus. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ach nee, Leute. Nee. Die Kämpfe mache ich erst nach der Arena. Das werden wohl Neptun und Procne machen müssen, so wie ich das hier sehe. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist wirklich gar nicht gut. Ach Gott, ey. Das ist wirklich nicht gut. Ich überlege echt, was ich mache, weil die Gebiets-Pokémon, die ich jetzt kriegen könnte, hätten eigentlich auch alle einen Nachteil in der Arena, außer wenn ich richtig viel Glück habe. Wenn ich richtig viel Glück habe, dann haben sie keinen Nachteil in der Arena. Das wäre dann natürlich der Partner für nix. Oder wenn ich Pech habe, dann haben sie eben doch einen. Und dass ich Pech habe, ist in dem Fall jetzt sehr wahrscheinlich. Ganz ehrlich, Leute. Ich würde das mit Neptun und Procne machen. Ich muss dann zwar Neptun wirklich aufs Brutalste zurückhalten, weil der wird ja außer mit Schnabel nichts reißen können. Aber wirklich gar nichts. Oh Gott. Na gut, seine Verteidigungswerte sind deutlich besser, aber man muss jetzt auch sehen, dass er doppelten Schaden nimmt. Ja. Ihr beide seid für mich eigentlich komplett nutzlos. Wobei, wenn ich Sashimi entwickle, dann wäre er gar nicht mal so nutzlos. Aber dann wäre halt immer noch das Problem Vongolo. Und die ist noch anfälliger als Neptun. Ich hätte ja eigentlich am liebsten Nyx eingesetzt. Weil Nyx würde jetzt auch noch mit ein paar Level-Ups, würde Nyx tatsächlich sogar noch eine Flugattacke lernen. Aber Nyx hat halt keinen Partner zum Wechseln. Und ein, zwei Hits sollte Neptun eigentlich auch überleben. Ja gut, Leute. Ich glaube, ich werde das echt mit Procne und Neptun machen müssen. Oder ich versuche es einfach noch. Oder ich versuche es einfach nochmal im Untergrund. Ich versuche es heute nochmal ganz schnell im Untergrund. Ja, ich hoffe mal, dass das dann funktioniert. Okay. Forschersack. Probieren wir es mal. Jetzt muss ich ja wieder speichern. Das nervt ein bisschen, dass man vorher immer speichern muss. Ach Gott, so. So. Probieren wir es einfach nochmal. Probieren wir es doch einfach nochmal. Es scheint aber immer noch absolut keine Schätze in unserer Umgebung zu geben. Was ist denn das, ey? Ich will doch nur hier ein Fossil ausgraben. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Warum auch immer. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Komm, bitte. Na das sieht doch noch was aus hier. Jetzt kann ich euch nämlich noch zeigen, wie man hier im Untergrund überhaupt nach Schätzen gräbt. So. Ich laufe jetzt mal mitten rein hier. So. Das sieht doch gut aus hier. Die Wand gibt gleich nach, willst du versuchen, da zu graben? Ja, natürlich will ich. So. Hier gibt es jetzt drei Gegenstände. Drei bestätigt. Und nach Schätzen und Sphären graben. In deinem Forschersack findest du einen Hammer und eine Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du in Wänden wahre Schätze ausgraben. Bestimmt holst du sie heraus, bevor die Wand einstürzt. Du schaffst es. Viel Glück, Trainer.
Ja, ihr seht jetzt hier oben eine Leiste. Die darf nicht auf Null sinken, dann bricht nämlich die Wand ein. Und wir müssen hier versuchen, ein bisschen was freizukramen. Oh, das sind nur Sphären. Ich will aber... Also vielleicht mal zur Erklärung. Diese Sphären hier, das ist im Prinzip sowas wie die Währung des Untergrunds. Also mit diesen Sphären kann man... Ich bin in eine Falle getreten. Oh Gott. Ja, die gibt es hier nämlich auch. Es gibt im Untergrund auch ein paar Fallen. Ziemlich fies. Aber worum es hier eigentlich geht, sind natürlich die Schätze in der Wand. So. Und mit den Sphären könnte ich mir jetzt irgendwelche Items ertauschen. Die man sich hier halt ertauschen kann im Untergrund. Ich kann hier aber halt auch wirklich wertvolle Sachen... Oh, das ist eine sehr große Sphäre. So. Na, wo kann jetzt hier noch was sein, ne? Okay, dann war das hier unten das zweite. Ah, ich möchte doch nur ein Fossil haben. Bitte. Denn wenn ich hier ein Fossil finde, dann kann ich das später als Pokémon verwenden. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich versuche es jetzt noch einmal. Einmal versuche ich es jetzt noch. Und dann ist der Part auch schon vorbei wieder. Okay. Die eigentliche Challenge ist, das Ganze hier so früh zu finden. Und das sind wieder nur zwei Sphären. Du hast alle Gegenstände ausgegraben. Ja, toll. Das bringt mir jetzt auch so viel. Ich bin ja eigentlich für ein Gebiets-Pokémon hier und nicht für irgendwelche Sphären. Okay, gut. Gut, 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 gut. Wir haben hier jetzt sehr gute Grabebedingungen. Eine Purpur-Sphäre, eine Jade-Sphäre. Komm, eine Indigo-Sphäre und nur noch mehr Sphären. Was ist denn das? Was konkret hat das Spiel jetzt nicht daran verstanden, dass ich Fossile haben möchte? Ach Gottchen. Das ist jetzt wirklich mein allerletzter Versuch. Wenn das jetzt nichts wird, dann gebe ich es auf. So. Zwei bestätigt. Okay. Eine Sphäre ist es schon mal. Ach Gott, ey. Schon wieder Sphären. Scheinbar habe ich heute einfach kein Glück. Aber ich kriege hier wirklich große Sphären. Rauchfalle. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder eine Falle entschärfen. Ja, ich finde den Untergrund jetzt eigentlich nicht so toll. Also gerade auf dem Emulator ist er jetzt durch die Tatsache, dass ich alles mit der Maus machen muss, echt krampfig. Aber ich sag mal so, auf dem DS war er eigentlich ganz cool, weil da konnte man halt echt coole Sachen mitmachen. Aber ich möchte jetzt erstmal wieder hinauf. Ich werde hier später vielleicht nochmal nach einem Gebiets-Pokémon suchen. Aber ich habe euch ja zumindest schon mal gezeigt, wie man gräbt und so weiter. Ich würde nochmal kurz ins Pokémon Center gehen, warum auch immer ich jetzt ins Pokémon Center gehe. Und würde sagen, im nächsten Part fordern wir mal die Arena heraus. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich bis dahin schon mal noch ein bisschen trainiert. Wobei ich möchte die Level Cap auf keinen Fall überschreiten. Und die sind jetzt schon weit auf Level 20 und damit schon ziemlich hoch. Ich werde sie wahrscheinlich nicht trainieren. Ich werde im nächsten Part direkt mit der Arena anfangen. Ich werde mich nochmal ein bisschen schlau machen, was für Trainer es da gibt, ob ich das Neptune und Procne wirklich zutrauen kann oder ob ich wirklich erstmal auf ein anderes Pokémon hoffen muss. Na, wir werden ja sehen. Moment, kann ich jetzt in die, zwischen die Häuser? Nee, kann ich nicht. Okay, Na dann, Leute, im nächsten Part in die Arena. So ist es zumindest geplant. Und bis dahin, ciao, Leute.